Oh Mann, Freunde, ich habe eine Basis unter der Lava gebaut, um meinen Freund Billy zu pranken. Das hat wirklich so lange gedauert, aber ich habe hier sogar geheime Kameras installiert, womit ich ihn die ganze Zeit beobachten kann. Und ich kann sogar richtig coole Pranks auslösen mit diesem Hebel hier. Schaut das Video deswegen unbedingt bis zum Schluss und ich würde sagen, wir schauen mal sofort in die erste Kamera, um zu gucken, was Billy bei sich zu Hause so treibt. Schaut mal, genau darunter ist meine Basis. Ach, Freunde, dort vorne ist ja Billy. Okay, das passt schon mal super. Wir können jetzt sofort den allerersten Prank aktivieren und dafür müssen wir nur hier auf den Hebel drücken. Okay, der Hebel ist umgeschaltet und somit sollte unser Prank schon funktionieren. Wir schauen mal nochmal in die Kamera und ja, Freunde, es hat einfach geklappt. Dort vorne ist ein Obsidianblock und darüber ist ein Diamantenblock. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, bis Billy es bemerkt. Leute, wie craft ich doch mal die Pupsi-Spitzhacke? Ach, ich verstehe es einfach nicht, das funktioniert nicht. Leute, was macht der bitte sehr bei seiner Crafting-Bench? Jetzt dreh dich doch endlich mal um. Ach, egal, wisst ihr was? Ich geb's auf, Mann. Was ist das denn da vorne? Mein Lieblingserz, Diamanten. Warte mal, was? Billy mag am meisten Diamanten? Perfekt, Freunde, er versucht dorthin zu kommen. Wie komme ich da so hin? Das ist Lava. Ich will nicht verbrennen. Oh, weil ich habe so Angst vor Lava. Da kann ich auf keinen Fall hinkommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn er sich rüberbaut, dann werden wir kurz aus unserem Versteck kommen und ihn einfach in die Lava schubsen. Ich habe eine Idee. Ich habe immer richtig gute Ideen. Leute, darauf kommt ja auch wirklich jeder, sich da rüber zu bauen. Ich werde einfach Blöcke nehmen, ganz viel Dirt und mich rüberbauen. Oh nein, Leute. Okay, jetzt ist es Zeit, aus der Kamera wieder zu gehen und schnell nach oben, Freunde, damit ich Billy reinschubsen kann. So, 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 schnell aus meinem Versteck. Und da vorne ist ja Billy und zack, mit dir in die Lava. Ey, du machst das nicht. Aua, aua, aua. Leute, es hat einfach super funktioniert. Und jetzt muss ich nur noch schnell den Diamanten hier wegmachen. Okay, dazu nehme ich mir wieder meine Spitzhacke raus und baue den jetzt schnell ab. So, zack, der gehört mir. Und das Obsidian mache ich hier auch weg, damit es so aussieht wie davor. Und Billy denkt, dass er sich das hier alles nur eingebildet hat. Okay, Freunde, jetzt müssen wir nur noch hier schnell wieder uns einen geheimen Gang. Wir machen die Falltür wieder runter. Und schaut mal, so sieht man einfach null, dass das hier ein geheimer Gang ist. Und jetzt beobachten wir wieder Billy. Haha, ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Was zum Billy-Pups war das denn, Billy? Warum bin ich da reingefallen? Was ist ein Geist? Was ist da reingezupst? Wer war das? Oh Mann, Leute, Billy ist voll drauf reingefallen. Und er, warte mal, Leute, was macht Billy denn dort jetzt? Hä? Warum macht er alles so Obsidian? So kann mich niemand mehr reinzupsen. Und jetzt kann ich mir den Diamanten. Warte mal, wo ist denn die? Hä? Da war doch vor einer Sekunde noch ein Diamant. Der ist doch bestimmt hier unten irgendwo. Der ist da versteckt oder ich baue es einfach hier ab. Leute, Junge Billy ist sowas von los. Der checkt einfach nicht, dass ich den Diamanten geklaut habe. Okay, ich glaube, jetzt wird Billy denken, dass er sich das alles nur eingebildet hat. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ich raste aus. Wisst ihr was? Ich darf meine Zeit nicht verschwenden. Ich habe noch was zu erledigen. Da kriegt halt keinen Diamanten. Ich würde ihn so gerne haben. Warte mal, was? Billy geht jetzt weg? Das ist perfekt, Leute. Jetzt kann ich wieder raus aus meinem Versteck und schnell die Lava wieder platzieren. Was soll das werden? Warum hat er meinen ganzen Lavasee weggemacht? Freunde, dafür brauche ich aber noch ganz schnell Lava, damit wir die dort wieder platzieren können. Dafür schnappe ich mir hier aus meiner Kiste ganz, ganz viel. Ich habe hier solche OP-Items. Jetzt gehen wir wieder raus und wir müssen uns wirklich richtig schnell beeilen, bevor Billy wiederkommt und uns irgendwie noch ertappt, Leute. Das wäre gar nicht gut. Und jetzt platzieren wir hier überall die ganze Lava. Er wird sich fragen, wie ist der Lavasee dort wieder hingekommen, Leute? Oh Mann, Billy wird so ausrasten. Das ganze Obsidian muss hier auch noch schnell weg. Leute, als wenn Billy so klug ist und weiß, dass man mit Wasser Lava zu Obsidian verwandeln kann. Aber zum Glück habe ich eine richtig krasse Spitzhacke, womit ich das ganz schnell abbauen kann. Okay, Leute, jetzt müssen wir hier nur noch ganz viel Lava platzieren, damit es so aussah wie davor, Leute. So, zack, und das sollten wir ganz schnell hinkriegen, Freunde. Guck mal, wie schnell das geht. Leute, ich habe die Lava hier wieder platziert und wir müssen uns richtig schnell beeilen, bevor Billy kommt. Und dafür habe ich sogar einen zweiten Geheimgang. Wir haben nicht nur den hier vorne, sondern auch einen in der Lava. Und zack, wir springen hier kurz rein und schaut euch das mal an, Leute. Haha, ich habe hier einen geheimen Lava-Eingang, den Billy niemals finden wird. Und ich schaue jetzt wieder in die Kameras. Ich glaube, Billy sollte so langsam wiederkommen. Und da vorne ist er ja. Warte mal, wen hat er jetzt mitgebracht? So, du kommst mal mit, Herr Winter. Und zwar, ich habe ein kleines Angebot für dich. Ey, warum ist hier schon wieder die Lava? Billy rastet komplett aus. Ey, der checkt gar nicht, wieso hier die Lava ist.
was willst du von mir? Zauberbesitzer, wenn du mir die ganze Lava hier wegmachen kannst, dann gebe ich dir ganz, ganz viel Pupsi, okay? Ha, ich kann kein Pupsi gebrauchen. Ich brauch Geld. Geld? Was ist eigentlich? Ich hab ganz viel Geld. Ich hab so viel Geld. Du weißt gar nicht. Ha, das hört sich gut an. Lass mich die Lava wegmachen. Oh nein, Leute, was hat Billy denn dort vorne vor? Okay, das kann ich nicht zulassen. Ich muss den bestrafen. Sonst kommt er noch darauf, dass unter der Lava meine geheime Basis ist. Das wäre gar nicht gut. Ich muss schnell handeln. Und Leute, dafür habe ich schon einen richtig guten Prank vorbereitet. Denn schaut euch das mal an. Ich kann jetzt hier diesen Hebel wieder aktivieren und dann wird was richtig Verrücktes passieren. Wir schauen mal, was gleich passiert. Und zack, wir aktivieren den Hebel. Haha, das hast du davon, Billy, dass du deinen Villager herbringst. Okay, Leute, ich glaube, es hat geklappt und es hat wirklich funktioniert. Aber soll das denn? Aua! Leute, unser Prank war sowas von erfolgreich. Oh, Junge, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ein bisschen viel. Und was macht der Villager da vorne? Billy ist einfach draufgegangen. Und der Villager, er haut ab. Hä, was war das denn? Oh Mann, ich wurde geprankt. Schnell weg hier. Oh Mann, der arme Villager, das wollte ich jetzt nicht. Der ist schnell abgehauen. Wo ist der bitte sehr nur hin? Oh Mann, der Prank war sowas von erfolgreich. Wie viele Pfeile sind da bitte sehr aus dem Dispenser rausgeflogen? Also ganz ehrlich, das geht mir sowas von zu weit. Was war das denn jetzt bitte sehr? Leute, ich glaube, Billy ist respawned in seinem Bett, in seinem Haus und er regt sich jetzt komplett auf. Ich werde so dahinter kommen. Wer ist das? Nur irgendwer spielt mir da einen Streich, aber ich will in diese Lava reingehen. Da muss ich drunter irgendwas verbergen. Oh nein, wie kommt Billy da bitte sehr drauf? Aber wie komme ich da nur rein? Ich habe eine Idee. Leute, was hat Billy jetzt bitte sehr nur vor? So, ich gehe kurz in mein Haus rein und mache geheime Sachen. Leute, oh nein, das kann nicht sein. Was ist, wenn er herausfindet, dass ich unter der Lava bin? Du hast mich schon genügend geprankt, wer auch immer da ist. Ich wollte erstmal den Diamanten haben, der hat mich abgeschossen mit Pfeilen. Ich wollte mir doch so gerne Diamantenzaufel craften. Oh Mann, was hat der Billy vor? Und was treibt er jetzt da bitte sehr? Ich werde mir einen Golem besorgen und du hast viel mehr Leben. Du willst das aushalten, der Lava. Kannst du erkunden, was da drin ist? Hast du verstanden, Golem? Warte mal, redet der da gerade etwa mit dem Golem? Golems können gar nicht reden. Okay, Boss, alles verstanden. Ich gehe in die Lava. Hä, wie hat der Golem gerade geantwortet? Leute, ich höre doch nicht richtig, oder? Gut, Golem, sag einmal ein bisschen in die Lava gehen. Ich gehe so lange in mein Haus und du berichtest mir dann, was passiert ist. Ja, mach den Typen fertig, der da ist. Was hat der gesagt? Der soll den Typen fertig machen? Oh nein, der Golem kommt gleich hier rein. Was tue ich denn jetzt, Leute? Das ist gar nicht gut. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh nein, der Golem ist da. Was mache ich denn jetzt? Billy hatte wohl recht. Hier versteckt sich wirklich einer da drunten. Weißt du, was mit dir jetzt passiert? Nee, nicht, dass ich wüsste. Machen wir eine Party oder so? Oh nein, ich werde dich jetzt erledigen. Ich bin der Golem von Billy. Oh nein, Leute, was soll ich denn jetzt nur tun? Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe eine Idee. Warte mal, Golems mögen doch Smaragde. Habe ich recht? Ja, ich würde alles für Smaragde tun. Wirklich alles. Oh ja, haha. Wie wäre es, wenn ich dir ein paar Smaragde gebe? Hört sich das nicht gut an? Und dafür musst du mir ein bisschen behilflich sein. Ja, einverstanden. Warte mal, was? Dass es so schnell geht? Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Golems sind bestechlich? Oh, gib mir schnell meine Smaragde, sonst erledige ich dich. Okay, entspann dich. Okay, aber erstmal machen wir einen Deal. Wenn ich dir die Smaragde gebe, dann musst du wieder hochgehen und Billy richtig einen auf den Popo geben. Was denn das? Nein, das mache ich gerne. Ja, kein Problem. Den mache ich sowieso nicht. Der stinkt immer so. Was hat er da gerade gesagt, Leute? Okay, tust du das etwa für mich? Ich bin dabei. Alles für die Smaragde. Okay, hier, hast du deine ganzen Smaragde, die kannst du gerne haben. Jetzt hast dich doch gelohnt, dass ich Smaragde gefarmt habe in der Mine. Oh, danke, Mann. Oh, die sind so gut. Ich gehe sofort wieder hoch und werde jetzt Billy ein. Was soll ich mit dem machen? Kill Billy am besten. Okay, Captain, das mache ich. Okay, perfekt, Leute. Das ging nochmal richtig gut aus. Leute, wieso schreit da jetzt Billy? Ist es das, was ich denke? Oh Mann, wir schauen mal rein in die Kamera. Lass mich in Frieden. Warum verfolgst du mich auf einmal? Leute, der Golem verfolgt jetzt einfach Billy. Du kriegst mich nie mal. Ich bin zu schnell für dich. Guck mal, ich hau jetzt. Hey, geh weg von mir. Haha, der Golem. Junge, will jetzt Billy aufessen? Komm her, ich krieg dich. Komm da bloß raus und ich krieg dich in die Finger. Hey, was soll das? Ich hab dich doch platziert. Warum bist du böse auf mich? Ist es etwa, weil du...
Warum bist du böse auf mich? Das ergibt keinen Sinn. Komm her, es hat keinen Grund. Ja, komm raus aus deinem Haus. Ach, weißt du was? Egal, ich hab die Smaragd hier. Ich geh wieder weg. Was soll das denn jetzt heißen, Leute? Hä, der hat die Smaragd und verzieht sich jetzt einfach? Der geht jetzt wieder weg. Oh Mann, mein Golem konnte mir auch nicht helfen. Ach, was soll's? Wieso sollte ich den verfolgen? Ich hab die Smaragde ja jetzt. Und wenn dieser Seblaki mit dem Doof kommt, dann kill ich den auch. Haha, und jetzt bin ich weg. Hey! Ey, das ist nicht unbedingt nett. Der Golem verzieht sich jetzt einfach. Okay, Leute, wisst ihr was? Aber zum Glück hat er mich nicht verpetzt. Und wir sind noch immer geheim unter diesem Lavasee. Das funktioniert einfach super, Leute. Okay, Freunde, ich frage mich, was Billy jetzt als nächstes tun wird. Genau deswegen schauen wir wieder in die Kamera rein. Oh nein, ich glaube, Billy hat schon wieder irgendwas vor. Aber das wird niemals funktionieren. So, Leute, wer auch immer da unten ist, der weiß nicht, dass ich Profi bin im Trankbrauen. Warte mal, was? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was Billy vorhat. Wisst ihr es auch, Leute? So, ich hab jetzt... Oh, das stinkt ja. Boah, das stinkt ja richtig. Was meint denn, Leute? Der stinkt selber immer voll. Ich hab mir jetzt einen Feuerresistenztrank gemacht und wow, es funktioniert. Ich kann jetzt einfach im Lava baden. Das wollte ich schon immer mal machen. Warte mal, was? Billy wollte in Lava baden? Das ist keine gute Idee. Aber nein. Oh, der wird jetzt den geheimen Gang irgendwann finden. Weil er weiß ja, dass der Golem da reinkommen ist. Das heißt, Billy wird jetzt auch reinkommen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Schnell, Seblaki, denk nach. Was passiert, wenn der runtergeht und mich sieht? Der wird jeden Moment die richtige Stelle finden. So, der Golem ist reingekommen, aber irgendwie wurde er wütend. Ich muss herausfinden, woran das lag. Und jetzt gehe ich hier auch rein. Oh nein, Leute, Billy, das wirst du auf keinen Fall. Ich habe nämlich eine Idee. Ich werde mich jetzt schnell hier unten tarnen, damit Billy nicht weiß, wer das hier alles erbaut hat, Leute. Und dafür muss ich hier nur schnell... Warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Schaut mal, ich benutze jetzt hier solche Lavablöcke. Und mit diesen kann ich mich einfach hier perfekt tarnen. Schaut mal, Leute, wie cool ist das denn bitte sehr? Und aber, ich kann mich noch nicht tarnen. Ich muss erstmal zum Lava-Block selber werden. Ich brauche einen Lava-Skin. Und wie soll ich es bitte sehr nur schaffen, Leute? Das ist unmöglich. Warte mal, ich habe eine Idee, Leute. Lass mal jetzt allen Abo und ein Like da, damit ich mich zu einem Lava-Skin verwandle, damit ich mich hier getarnt bin. Komm schon. Ich komm gleich rein. Habt ihr das gehört, Leute? Nein, schnell, schnell, schnell. Ihr müsst euch beeilen. Lasst ein Abo und ein Like da innerhalb der nächsten 3 Sekunden auf 3, 2, 1 und 0. Komm schon. Und wir platzieren hier natürlich auch mehrere von diesen Lava-Blöcken, damit das nicht so offensichtlich ist und er einfach denkt, dass das hier normal ist. Ich bin gleich unten. Oh nein, Leute, da vorne ist Billy, der kommt hier gleich rein. Komm schon, jetzt abonnieren und liken, schnell. Und ich glaube, es hat geklappt. Wow. Und wow, Leute, es hat funktioniert. Ich bin zum Lava-Block geworden. Danke, Freunde. Okay, jetzt muss ich mich nur noch ganz schnell verstecken und ich glaube, das passt einfach perfekt. Schaut mal, so bin ich einfach komplett gut getarnt. Obwohl, warte mal, Leute, ich verstecke mich hier voll. Oh nein, Billy ist runtergekommen. Billy ist runtergekommen. Was mache ich denn jetzt? Ich bin unten und... was ist das denn? Ich wusste es. Irgendwer hat mich beobachtet. Aber wer konnte nur so fies sein und hat das gemacht? Oh Mann, Leute. Billy kommt einfach nicht auf die Idee, dass ich das war. Leute, warum hat Billy... Habe ich das gerade richtig gesehen? Der TNT in seiner Hand? So, jetzt werde ich mich fressen. Hä? Will er hier etwa alles in die Luft sprengen? Aber davor ist plötzlich ein bisschen TNT und jetzt werde ich das mit einer Redstone-Leitung connecten. Oh nein, Billy hat doch jetzt nicht sowas Fieses vor. Aber bevor ich das connecte, will ich erstmal hier ein bisschen das erkunden. Hier sieht echt nicht schlecht aus. Wer hat das auch immer gebaut, hat es echt gut gebaut. Leute, was hat der... Hör, jetzt klaut er noch meine Items. Oh nein, Billy ist echt ehrenlos. Der will hier alles in die Luft sprengen. Oh nein, ich habe eine Idee, was ich machen werde, aber ich muss ganz leise sein, sonst hört mich Billy. Freunde, wisst ihr was? Ich würde sagen... Der ist in mich reingelaufen. So, das tun ich die Eichen sind alle blöd. Warum ist der Redstone? Keiner mag Redstone. Was hat Billy gesagt? Hey, das ist nicht unbedingt nett. Der hat die Tür da zum Glück vergessen zu... Der hat die übersehen, Leute. Weil da sind ganz, ganz schlimme Sachen drin. Warte mal, ich glaube, ich habe was übersehen. Oh nein, sag mir nicht, der will jetzt zur Tür gehen. Ach, ganz genau, die Tür da. Was war da drin? Nein, Leute, der hat's entdeckt. Da ist ganz viel TNT drin. Das wollte ich ganz am Ende zünden. Das ist zum Beispiel das Illuminati-TNT oder das Nuklear-TNT. Was ist das hier vorne? Oh, die Tür ist echt spannend. Die nehme ich mit. Was? Der hat die Tür mitgenommen, aber das TNT nicht? Oh Mann, Billy ist echt los. Jeder normale Mensch würde das TNT klauen und nicht die Tür. Oh Mann, was hat Billy da gemacht? Ich zünde einfach das TNT hier vorne mit. Hä? Okay, nee, damit habe ich gar nicht gerechnet. Was hat der gemacht, Leute? Oh Mann, Billy ist so fies. Oh, ich muss mich irgendwie an dem rächen, aber wie nur? Aber bevor ich weggehe, da vorne war doch oft der falsche Fall. Das hat der alles gemacht.
Was ist denn die ganze Fallen? Das bin ich echt ins Fall. Ich glaube, ich probiere es ein bisschen aus. Oh Mann, Leute, solange Billy da alles austestet, würde ich sagen, gehen wir ganz schnell nach oben. Der baut hier sich gerade nach oben, damit der die ganze TNT-Leitung verlegen kann. Und dann wird er hier alles in die Luft sprengen. Oh nein, ich habe eine Idee. Solange Billy da unten ist, würde ich sagen, werden wir in sein Haus gehen und alles bei ihm klauen. Oh ja, seine ganzen Kekse klauen wir jetzt. Das hat Billy davon. Oh Mann, der will doch nicht alles bei mir in die Luft sprengen. Das ist gar nicht cool. Aber Leute, die Kekse stinken echt. Wisst ihr, was ich mit den Keksen mache? Ich schmeiß sie einfach in die Lava. Das hat Billy davon. Und jetzt müssen wir ganz schnell wieder in unser geheimes Versteck reingehen. So, zack, schnell nach unten. Und oh, das war knapp, Leute. Ich muss aufpassen, ich habe nur ein halbes Herz. Und jetzt wieder schnell verstecken. So, die Items nehme ich sie mir auch mit. Und jetzt verlege ich die TNT-Leitung. Hört, der klaut meine ganzen Items. Okay, Billy, das wirst du davon haben. Ich habe eine Idee, wie wir uns jetzt pranken werden. Billy hat mich einfach nicht gesehen. Warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Ich schubse den kurz und zack, wieder verstecken. Ey, der wird sich bestimmt denken, hä, was war das gerade? Leute, was war das? Haha, ich hab's gewusst. Warte mal, und wir boosten nochmal. Oh, nein, Leute, ich glaube, das war, oh. Hä, der hat mich trotzdem nicht gesehen. Ich habe gedacht, das war ja schon mein Ende. Wer ist das nur? Wer kann das sein? Irgendwas spinnt hier. Leute, warte mal, und zack, wir, das war knapp, Leute, ich habe ihn leider nicht getroffen, wir müssen ihn nochmal schlagen, und zack, schon wieder. Was war das? Oh, was, wer auch immer das ist, ich werde nichts kriegen, hier ist doch irgendwer unsichtbar. Haha, Leute, es funktioniert einfach sowas von gut, ey, das ist TNT abgebaut, ey, der will einfach das Illuminati-TNT zünden, und ich dachte, er will das nicht, der lässt es einfach in Ruhe, aber der will das jetzt zünden. So, wer auch immer das hier ist, ich werde sich alles zerstört, ich mache hier alles voll mit TNT. Oh nein, Billy, das wirst du noch davon haben. Leute, wenn der rausgeht zu seinem Haus, dann werde ich die TNT-Leitung verlegen und bei ihm alles in die Luft sprengen. Dafür brauche ich nur ganz, ganz schnell hier das ganze Redstone. Das habe ich hier nämlich auch gespeichert. Ganz viel TNT und Redstone-Verstärker, Leute, damit ich Billy damit komplett pranken kann. So, ich gehe jetzt nach draußen und werde das ganze Redstone verlegen. Oh Mann, Leute, nein, Billy, so nicht. Ich muss jetzt schnell irgendwas tun, damit Billy hier nicht alles in die Luft sprengt. Aber davor gehe ich kurz raus und werde ihn beobachten, Leute, was er dort nur treibt. So, zack, 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 das ganze Redstone. So, dann mach ich schon wieder das Redstone hier hin. Und von dort werde ich jetzt alles zünden. Ich brauche auf jeden Fall einen Sicherheitsabstand. Okay, das kann noch ein bisschen dauern, Leute. Wie weit geht er da bitte sehr weg? Das ist Illuminati-TNT, da muss ich richtig weit weggehen. Okay, Leute, aber Billy hat die Verstärker vergessen. Junge, Billy ist echt los. Ich habe, glaube ich, eine Sache vergessen, und zwar die Verstärker. Was? Seit wann ist Billy so klug? Oh Mann, der wusste das wirklich. Oh Mann, was soll ich jetzt nur tun, Leute? Ich habe eine Idee. Oh, davor muss ich mich hier verstecken, aber ich bin Lava-Block. Man sieht mich doch. Freunde, ich muss mich... Okay, das ist sehr, sehr schwierig. Oh, perfekt. Ich habe mich versteckt. Er hat mich nie gefunden. Ich muss mich ganz schnell... Wie kann ich wieder zu dem Lucky werden? Oh Mann, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich springe hier einfach rein und wasche mir die ganze Lava wieder weg. Und zack, komm. Zack, Leute. Ich habe mir jetzt die Farbe abgewaschen und das hat ja wirklich funktioniert. Wie cool war das denn bitte sehr? Okay, wo auch immer gerade... Oh, Leute, da vorne ist Billy. So, noch 1 Million Meter und dann bin ich Sicherheitsabstand. Warte mal, was? 1 Million Meter für einen Sicherheitsabstand? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Man weiß nie, wie schlimm das TNT ist. Okay, Billy, das kann echt schon noch lange dauern. Also, ich bin gleich fertig, nur noch ein paar Meter. Was? Der hat doch 1 Million gesagt. Leute, ich glaube, Billy kann nicht zählen. Okay, Freunde, egal. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach die Strecke hier ein bisschen modifizieren. Hahaha. Der wird doch nicht denken, dass ich meinen Bunker sprengen lasse. Oh nein, Billy, ich werde hier die Redstone-Leitung unterbrechen. Und als allererstes muss ich hier das ganze TNT wegmachen. Obwohl, das TNT, das behalte ich. Wisst ihr was? Ich werde es sogar mitnehmen und bei Billy einfach sprengen. Hahaha. Das wird sowas von witzig. Das ganze TNT machen wir hier auch weg. Den Verstärker auch. Und jetzt gehen wir nochmal hoch, Leute. Und werden die Redstone-Leitung nicht zu mir führen, sondern die wird jetzt einfach zu Billy führen. Richtig gehört, Leute. Und damit wird er einfach sein eigenes Haus in die Luft sprengen. Das wird sowas von witzig. Aber Leute, soll ich da wirklich das Illuminati-TNT zünden? Dann geht auch mein Haus in die Luft, weil das wird alles in die Luft sprengen. Das zünde ich erst ganz am Ende, Freunde. So, wir verlegen hier einmal ganz kurz die Leitung, werden jetzt hier unser TNT nehmen und das platzieren wir jetzt hier überall, Leute. Zack, zack, zack. Wir bauen hier alles auf. Und schaut mal, wir machen jetzt unter sein ganzes Haus ganz viel TNT. Das heißt, Billy wird am Ende sein eigenes Haus in die Luft sprengen. So, ich bin gleich fertig. Oh nein, Leute, wir müssen schnell beeilen. So, ich habe auch so meinen Spitzhack gedroppt. So, zack, das heißt, hier das ganze TNT platziert unter seinem Haus. Oh Mann, Billy, ich bin so gespannt, wie er Augen machen wird, wenn er sein ganzes Haus aus Versehen in die Luft sprengt. Oh, das wird so witzig, Leute. Okay, zack, wir platzieren hier das ganze TNT. Müssen jetzt nur noch mit dem Redstone verbinden und jetzt müssen wir auch nur noch die ganzen Verstärker platzieren. So, Leute,
hier platzieren wir ein. Hier auch, damit das Signal auch stark genug ist und nicht mittendrin einfach so unterbricht, Leute. Das wollen wir natürlich vermeiden. Okay, und so sollte das auf jeden Fall passen. Jetzt können wir wieder reingehen und einfach schauen, wie Billy sein eigenes Haus in die Luft sprengt. Das wird so ultra... Leute... Nicht, dass Billy so viel da in die Luft gesprengt wird, dass er auf einmal meine geheime Basis sieht. Ich hoffe nicht, Leute. Wir gehen hier wieder rein und beobachten jetzt Billy. Okay, Leute, wir sind jetzt in den Kameras und ich frage mich, wo Billy... Hä? Warte mal. Billy ist da vorne? Wozu hat er dann so eine lange Redstone-Leitung gemacht? So, die Redstone-Leitung ist fertig und jetzt zünde ich sie. Hä? Warum geht die denn dort vorne so weit nach hinten, wenn er die sowieso dort erst zündet? So, und zack, sprengt all die Luft, das hat er davon und zack, zünden. Leute, Billy zündet jetzt die Redstone-Leitung. Oh nein, was ist jetzt passiert? Die ganze Redstone-Leitung wird gezündet und sein ganzes Haus wird in die Luft gesprengt. Oh nein, aber Billy. Zündet er jetzt endlich? Oh, Leute, der hat die wirklich gezündet und es hat funktioniert. Yo, Leute, Freunde, ich glaube, das ist ein bisschen zu übertrieben gewesen. Sein halbes Haus ist weg. Aber von meinem Versteck ist zum Glück nichts zu sehen. Leute, was war das denn? Wer war denn? Warte mal, wieso führt die Leitung zu meinem Haus? Ich bin mir doch sicher, dass ich die Leitung zu der Basis gemacht habe. Was ist hier passiert? Leute, Billy ist so am Ausrasten. Das hat er davon. Aber sowas von. Ich hoffe, meine Basis wurde nicht in die Luft gesprengt. Okay, perfekt. Es sieht ganz so aus, als ob meine Basis unberührt ist. Das ist perfekt. Aber Freunde, ich glaube, Billy wird sich jetzt ein bisschen aufregen. Nicht, dass er wieder zurück zur Basis kommt und mich sehen wird. So, wo war nochmal der Eingang? Ich werde jetzt in die Basis zurückkommen und alles in die Luft sprengen. Es reicht mir. Wo war der Eingang? Ach, da vorne war der. Oh nein, Leute, was machen wir denn jetzt? Okay, ich habe eine Idee. Wir haben ja noch ganz, ganz viel Obsidian. Das heißt, wir können hier in der Zeit alles schnell zubauen. Oh ja, yes. Das heißt, Billy wird hier erstmal richtig lange brauchen, bis er hier reinkommt. Das war ja mal ultra knapp. Und was soll ich in der Zeit tun? Was soll ich nur in der Zeit tun? Ich habe eine Idee, Leute. Ich werde jetzt das Nukleare und Illuminati-TNT bei Billy zünden. Ich werde hier noch durchkommen. Was ab? Oh, Mann, Leute, wisst ihr was? Aber davor werden wir noch Billy kurz pranken, okay? Wenn er sich hier durchbaut, dann wird ihn noch eine kleine Falle erwarten. Ich kann jetzt auf die schnelle Welle leider nichts Besseres dorthin bauen. Aber, Freunde, ich hoffe, das genügt euch. Nämlich werde ich jetzt hier noch Lava platzieren. Das heißt, wenn er sich hier durchbaut, wird er da reinfallen, Leute, und komplett ausrasten. Das wird sowas von witzig. Die Falle ist zwar nicht so cool, aber dafür ist die Reaktion von Billy umso cooler. So, ich bin gleich durch. Einen Moment nur noch. Oh Mann, Leute, ich bin schon gespannt. Wann baut er sich da endlich durch? Wie lange braucht der? Wisst ihr was, Freunde? Solange der sich da durchbaut, habe ich eine Idee. Und zwar werde ich mich jetzt hier rausbauen. Und, jo, Leute, das war ja mal ultra knapp. Wie hat mein Bunker bitte sehr überlebt? Den sieht man ja jetzt sogar schon von außen. Wisst ihr was? In der Zeit werde ich jetzt hier bei Billy wirklich alles in die Luft sprengen. Ich habe mich einfach selber angezündet. Ich nehme mir jetzt hier das Redstone-Signal und das Illuminati-TNT und werde das jetzt so verlegen, damit hier jetzt alles in die Luft sprengt. Oh ja, aber ich brauche hier wirklich einen richtig großen Sicherheitsabstand, weil das TNT ist wirklich richtig übertrieben, Leute. Und so, perfekt. Der Sicherheitsabstand sollte reichen. Ich platziere jetzt hier nur noch einen Hebel und, Leute, hä? Wie weit hat sich Billy bitte sehr gebaut? Oh Junge, der hat da vorne eine Leitung gemacht. Das können wir gleich sehen, aber davor schauen wir doch mal, wie Billy in meine Falle reintappen wird. Und ich glaube, jetzt gleich sollte der auf jeden Fall herausfinden, dass ich die ganze Zeit hinter allem gesteckt habe. Oh, Freunde, ich glaube, Billy ist da vorne schon angekommen. Da vorne ist ja schon Billy. So, ich werde ihn... Ah, wo bin ich jetzt reingefallen? Leute, kommt der Billy geprankt. Aua, aua, was ist das hier? Nur schnell hier weg. Hä, warte, Leute, warum geht Billy nicht drauf? Ich muss hier raus. Hä, Billy, der überlebt das? Was hat der bitte sehr für eine OP-Rüstung an? So, zack, zack, zack. Haha, jetzt werde ich den Typen erwischen. Oh nein, Leute, ich muss hier schnell weg, bevor Billy mich sieht. Okay, schnell hier weg. Und ich werde dieses nukleare TNT zünden. Hahaha, das hast du davon. Billy, ich kann das erklären. Senaki, was machst du denn davon? Warst du etwa für alles verantwortlich gerade? Billy, nee, ich war für gar nichts verantwortlich. Was meinst du überhaupt? Ich hab gar nichts gemacht. Schnell hier hoch. Wenn ich dich in die Finger kriege, mache ich dich fertig. Oh nein, Leute, das ist gar nicht gut. Billy, bist du dir sicher? Leute, wir platzieren jetzt hier überall das nukleare TNT und das Illuminati-TNT. Hauen jetzt hier schnell ab. Senaki, ich werde es bekommen. Billy, bist du dir sicher? Ich würde mal lieber das ganze Redstone jetzt hier wegmachen, denn ich zünde es jetzt. Senaki, was hast du gemacht? Nein, sei weg mit dem Redstone. Billy, es ist zu spät. Und jetzt muss ich hier schnell abhauen. Billy, geh weg von mir. Ich hab den OP-Loot. Was ist passiert? Leute,
Leute, ich glaube, das war's. Oh Mann, die Nukleare, es ist alles radioaktiv. Oh, was ist hier passiert? Alles ist in die Luft gegangen. Oh nein! Sender Key, was soll... Mein Haus, Sender Key! Billy, alles lenkt, Leute. Ich würde sagen, falls ihr mehr Wissen zusammen sehen wollt und falls ihr den Prank richtig cool fandet, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und Junge, was geht denn jetzt ab? Sender-Key, was hast du getan? Leute, wie gehe ich eigentlich nicht drauf? Junge, was geht hier ab, Freunde? Oh, ich kriege so viel Damage, Leute. Ich bin radioaktiv, ich bin nuklear vergiftet. Leute, drücke schnell auf das nächste Video, damit ihr mich rettet. Komm schon auf 3, 2, 1, 0. Ich habe hier einfach alles in die Luft gesprengt. Ciao, ciao, Leute. Ich krieg dich, Sender-Key. Tschüss, ihr seid die Besten. Ciao, ciao. Okay, Freunde, lass uns starten. Heute werden wir unseren Freund Billy pranken. Ihr fragt euch bestimmt, wie will ich das Ganze heute anstellen? Ich würde sagen, wir benutzen dafür Lava. Aber es ist nicht irgendeine Lava, es ist Fake Lava. Und was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. Diese Lava macht ihm überhaupt keinen Schaden. Schaut euch das mal an. Ich bin einfach komplett sicher in der Lava. Ich krieg dadurch sogar Regeneration. Aber Billy weiß das ja gar nicht. Und das ist das Lustige heute daran. Wir haben echte Lava und wir haben auch Fake Lava. Und wir werden die heute kombinieren und mal schauen, was dann passieren wird, Leute. Und, oh, das wird auf jeden Fall super spannend. Ich würde sagen, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Lass uns sofort rübergehen zu Billy und mal schauen, wie wir ihn heute hops nehmen können. Aber erstmal müssen wir herausfinden, was Billy gleich vorhat, damit wir ihm zuvorkommen und dort die Falle hinbauen, die richtig lustig wird und ihn komplett pranken wird. Was macht Billy dort drin? Wir müssen ihm jetzt zuhören, ganz genau. So, jetzt bin ich bereit, mit dem Schutzhelm und mit der Spitzhacke in die Höhle zu gehen und Pupsi zu fahren, mein Lieblingserz. Hä? Warte mal, welches Lieblingserz, Pupsi? Was soll das denn bitte sein, Leute? Was geht bei Billy ab? Was hat er da für einen komischen Helm an? Aber das ist sehr gut. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Billy in eine Höhle gehen will. Ich muss mir nur noch ein bisschen Proviant mitnehmen, ein paar Kekse und sowas. Okay, Leute, das ist unsere Chance. Lasst uns als erstes schnell zur Höhle gehen. Schnell, 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 Freunde. Wow. Und wir sind gleich da. Dort vorne ist die Mine, die Billy wahrscheinlich meint. Dort können wir eine richtig gute Falle hinbauen, die richtig lustig sein wird. Oh, das hier müssen wir erstmal wegmachen. Was ist das denn hier vorne? Oh nein, Freunde. Für diese Falle muss ich dort oben Steine platzieren. Aber das Problem ist, ich komme da gar nicht ran. Okay, Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Lasst alle ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden, damit ich fliehen kann und die Falle schnell fertig bauen kann, bevor Billy hier hin zur Höhle kommt. Okay, Leute, lasst ein Like da und ein Abo in 3, 2, 1 und kommt schon, wir brauchen die Fliegenkraft. Let's go. Wow, merkt ihr diese Energie? Oh, warte mal, ich kann einfach eiskalt fliegen, obwohl ich im Survival-Modus bin. Und das alles dank euch. Okay, dann können wir uns jetzt noch viel, viel schneller beeilen. Wir müssen hier vorne die Höhle ein wenig zubauen, Leute, mit dem Stein, den wir hier haben. Denn die Falle wird sowas von toll. Wir werden die Fake-Lava-Falle sowas für gut benutzen. Aber, Freunde, das wird erst die erste Falle mit Fake-Lava. Und wir werden noch viel, viel mehr Fallen mit Lava machen. Und Billy wird bestimmt drauf reinfallen. Das wird heute sowas von lustig. Okay, let's go, Leute. Hier vorne muss unser Stein runter. Und hier vorne ein bisschen Stein. Hier vorne ein bisschen Stein. Und Stein, 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 Stein. Was meinte Billy eigentlich? Warum will er in der Höhle gehen? Der wollte irgendwie Pupsi-Erz sammeln? Junge, es gibt kein Erz, das Pupsi heißt übrigens, Leute. Mein Lieblingserz ist Diamanten. Und ich kenne kein Erz, das Pupsi heißt. Was meint er damit? Okay, naja, Freunde, wir haben jetzt die Höhle hier zugebaut. Und das ist die perfekte Chance, um jetzt Billy richtig hops zu nehmen. Denn wir werden hier vorne Lava platzieren. Aber nicht nur Lava, sondern auch Fake-Lava. So, erstmal müssen wir hier so ein kleines Loch reingraben. Und zack, jetzt haben wir hier ein kleines Loch. Und jetzt werden wir hier auf der linken Seite echte Lava platzieren. Und auf der rechten Seite Fake-Lava platzieren. Wow, seht ihr das? Die Lava fließt einfach miteinander zusammen. Was passiert, wenn wir in die Mitte gehen? Verbrennen wir dann oder werden wir nicht verbrennen? Ganz komisch. Irgendwie verbrennen wir nicht, aber irgendwie verbrennen wir auch manchmal. Okay, wir dürfen auf keinen Fall die Seiten vertauschen. Weil das könnte echt schlimm enden, Leute. Oh Mann. Wenn ich hier reingehe, dann werde ich bestimmt direkt verbrennen. Oh nein. Oh, das war die echte Lava. Und wir haben uns hier noch mehr Lava-Eimer genommen und noch mehr Fake-Lava-Eimer. Das heißt, hier vorne kommt die Fake-Lava hin. So, zack. Und da vorne kommt die echte Lava hin auf die linke Seite, so wie eben. Das wird sowas von lustig, weil ich werde mich natürlich für die rechte Seite entscheiden. Das heißt, ich kann hier einfach durchgehen und vielleicht wird Billy dann einfach hier in die andere Seite reinspringen und dann verbrennen. Der wird sich bestimmt wundern, warum ich durch die Lava durch kann. Okay, jetzt lass uns schnell zu ihm zurückgehen. Ich hoffe, er hat sein Provi... Er ist noch im Haus drin. Sehr gut, okay. Das heißt, wir sind rechtzeitig da. So, und jetzt ab in die Höhle, Leute. Ich werde so viele Pupsis finden. Was will denn eine Höhle finden, Pupsi? Was will er? Wie geht das überhaupt? Ich dachte, Pupsi gibt es nicht in Minecraft. Okay, was machst du denn hier? Hallo, Billy.
Also ich mache absolut gar nichts hier. Ich wollte ein bisschen Steine farmen, ja? Steine. Steine? Weißt du, was ich jetzt farmen werde? Ich werde ganz, ganz viel Pupti farmen. Und wenn du willst, kannst du ja gerne mitkommen. Oh ja, das ist eine super Idee. Billy, warte, warte auf mich. Weißt du was? Ich habe eine gute Idee. Lass uns zusammen farmen. Wie wär's, wenn du mir eine Spitzhacke abgibst und dann ich Diamanten farmen gehe und du Pupsi farmen gehst, auch wenn ich nicht weiß, was Pupsi dir bringt. Oh, danke, Billy. Na gut, Okri, das ist eine gute Idee. Lass uns zusammen farmen gehen. Zusammen in eine Höhle und zusammen in eine Mine. Wow, das wird so viel Spaß machen. Haha, ja, let's go. Warte mal, Billy, siehst du das? Was ist das denn? Oh nein, Okri. Hier ist ganz, ganz viel Lava. Das heißt, wir kommen da nicht durch. Was machen wir jetzt? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir kommen nicht in die Höhle rein, Leute, weil hier einfach Lava ist. Wenn Billy nur wüsste, dass ich die Lava dort platziert habe. Okay, ganz leise. Wir dürfen nicht auffällig werden. Billy, wie ist die Lava dort überhaupt hingekommen eigentlich? Nicht, dass irgendwelche Zombies uns hier nicht in die Höhle reinlassen wollen. Warte mal, Okri, stimmt. Wobei, wo du sagst, wie kommt Lava hier hin und Zombies können keine Lava platzieren. Oh, oh nein, stimmt. Dann war es bestimmt Sim Lucky. Warum macht Sim Lucky sowas Fieses? Will er die Höhle für sich selber oder was? Ja, ganz genau, ich habe die Höhle für sich selber. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann da durch. Schau mal, Billy. Und da, zack. Schau mal. Ich verbrenne gar nicht in der Lava. Billy, du kannst da gerne reinspringen. Ich verbrenne da gar nicht. Hä? Okri, ich trau mich da nicht reinzuspringen. Aber warum verbrennst du dich? Das macht gar keinen Sinn, Junge. Naja, Billy, sag mal so. Ich glaube, wir sind beide Feuerresistenz. Das ist Glück, Leute. Das ist Glück. Das ist Magie. Okri, was redest du da? Das ist unmöglich. Wie machst du das? Ich weiß auch nicht. Das ist ganz komisch. Warte mal, guck mal. Und zack, in die Höhle rein. Billy, wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch bestimmt. Ich nehme ein bisschen Anlauf und... Warte, Billy. Schau mal. Ich glaube, wenn du hier springst, ist die Lava nicht so heiß wie dort vorne. Was meinst du, Okri? Stimmt, vielleicht hast du recht. Ja, ganz genau, Billy. Komm schon. Aber warte mal, Okri. Warum bist du dann eben auf der einen Seite da gesprungen? Das macht gar keinen Sinn. Was meinst du? Bin ich gar nicht. Billy... Schau mal, auf der Seite ist ganz, ganz viel Pupsi in der Lava. Siehst du das? Warte mal, was? Das ist Pupsi? Oh, komm schon, und Leute, rüber da unten. Und Leute, damit haben wir die erste Falle absolviert. Billy wurde erfolgreich von uns geprankt mit Fake-Lava. Wenn der wüsste, ich habe den rechten Weg natürlich benutzt. Leute, weil das war die Fake-Lava, aber hier vorne war die echte Lava. Ah, da war die echte Lava. Da dürfen wir keinenfalls hinspringen. Zum Glück konnte ich ihn noch ablenken, dass er auf die linke Seite springt. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, ob der zu Hause wieder bei seinem Bett gespawnt ist. Lass ihn mal zuhören, wie der jetzt ausrasten wird wahrscheinlich. Aber bevor wir jetzt zu ihm gehen, Leute, wir müssen jetzt ganz leise dorthin kommen, weil sonst wären wir noch von ihm angepupst. Der ist bestimmt richtig sauer. Freunde, schreibt jetzt mal alle in die Kommentare Hashtag Team Blau, damit wir uns dort hinschleichen können. Zusammen mit dem Unsichtbarkeitsschal von Okri. Alle Hashtag Team Blau in die Kommentare. Was habe ich da gehört? Nein, Hashtag Team Pupsi. Oh, er hat uns gehört, Leute. Nicht Hashtag Team Pupsi in die Kommentare. Warte mal. Hier ist der Herr Schal. Let's go, Leute. Wir ziehen ihn an und damit sind wir unsichtbar. Jetzt gehen wir rüber und mal schauen, was Billy dort vorne jetzt macht. Der wird bestimmt so ausrasten. Wie konnte das sein, Mann? Warum bin ich verbrannt und Okri nicht? Ich raste aus, Mann. Ich muss jetzt dicke Pupsi machen, weil immer, wenn ich sauer bin, muss ich Pupsi machen. Warte mal, was, Leute? Geht der jetzt Pupsi machen, weil er sauer ist? Habt ihr das richtig gehört? Was ist das denn so? Okay, bei mir ist das zumindest nicht so. Müsst ihr etwa immer aufs Klo, wenn ihr sauer seid? Also, Billy ist echt ein ganz Verrückter. Warte mal, ich ziehe jetzt mal ganz schnell den Schal aus und komme dann mal wieder. So, und zack. Und frage ihn mal, was da gerade los war. Ey, Billy, warum bist du gerade verbrannt und ich nicht? Okri, ich weiß selber nicht. Wow, ganz ruhig. Billy, ich glaube, das liegt daran, weil du zu viele Kekse gegessen hast. Okri, wie soll das bitte seinen Sinn machen? Und übrigens, ich habe eine Frage an dich, Billy. Was hast du da eigentlich an? Okri, wie soll ich sagen? Ja, okay, warte, Billy, erklär's mir, Leute. Und ey, was Billy nicht weiß und ihr es auch nicht wisst, wir werden gleich noch eine viel, viel krassere Falle mit Fake-Lava bauen. Und die wird so krass, der wird dann so ausrasten, glaube ich, Leute, dass er dann die Freundschaft beenden wird. Ich hoffe, er kriegt's gleich nicht raus. Die wird echt heftig. Billy, jetzt sag mal, woher hast du diese Kleidung? Okri, ich bin ein bisschen krank, vielleicht merkst du das. Und die Kleidung hat mir meine indische Oma geschenkt. War in Indien letztens.
weil mir ein bisschen kalt ist und so. Ach so, verstehe, Billy. Okay, alles klar. Wie wäre es, wenn wir versuchen, nochmal in die Höhle reinzukommen? Vielleicht klappt es ja diesmal. Das könnte wirklich sein, weil irgendwie habe ich eben gebrannt, aber diesmal vielleicht nicht. Haha, Leute, mal schauen, ob er nochmal drauf reinfallen wird. Schnell dorthin. Billy, und komm, rüber da. Oh, let's go und... schau, ich bin schon wieder rüber. Haha, easy. Okay, weißt du was, ich trau mich nicht. Ich habe eben alle meine Sachen verloren. Ganz ehrlich, das ist richtig fies. Wie ist das überhaupt funktioniert? Aber ich habe eine gute Idee. Schau mal, was ihr machen könnt. Wir können hier einmal rüber und dann hier vorne einfach aufbauen. Das hast du nicht damit gerechnet, ne? Und jetzt ist wieder Höhle beide drin. Let's go, Pupsi. Oh ja, warte mal, stimmt, Leute. Konnte man nicht einfach auch hier rüberspringen? Ups. Was? Und ich bin eben verbrannt in der Lava. Wie bin ich hier drauf gekommen? Das wusste ich natürlich, aber Billy, manchmal, der hat nur zwei Gehirnzellen, Leute, und da kommt er drauf nicht. Billy, komm schnell mit, wir müssen jetzt dein ganzes Pupsi farmen. Wo ist bitte dein Pupsi, was du die ganze Zeit gesucht hast? Okay, das ist genau unter dir. Siehst du das Licht? Hier voll ist überall Pupsi. Warte mal, Billy, das ist Erde. Das kannst du auch eigentlich dort vorne farmen, ist dir schon klar, oder nicht? Nee, das ist Erde von einer Höhle. Das ist die gleiche Erde wie draußen, Billy. Kann gar nicht sein, das ist mein Lieblingserz. Ist voll selten. Billy, also, falls dir was auffällt, das ist das häufigste Erz aller Zeiten. Und das ist auch kein Erz, das ist einfach der ganz normale Boden. Oh, ich liebe Erde. Junge, Billy, bist du komisch? Aber weißt du was? Lass uns mal tiefer in die Höhle reingehen. Vielleicht gibt es da noch seltenere Erdsorten. Ganz genau, vielleicht gibt es da noch mehr und voll die krassen Diamanten. Komm mit, Billy. Wow, Diamanten, ich liebe Diamanten. Oh, let's go. Ey, das hat sich sowas von gelohnt, dass wir hier ganz unten reingegangen sind in die Höhle, Leute. Wir sind echt tief in der Höhle, aber hier sind so viele Diamanten. Wuhu, ich liebe Diamanten. Hashtag Team Diamanten, Leute, bald kommt ein Song über Diamanten. Übrigens, Billy, hast du schon irgendwelche Erze, wie zum Beispiel das Pupsi-Erz gefunden, wenn es überhaupt gibt? Nein, okay, irgendwie nicht. In der Höhle gibt es hier nur Redstone und das macht doch so Lucky, aber ich auf keinen Fall. Also, Billy, ich habe dir ja gesagt, in der Höhle gibt es eigentlich gar keine Erde. Doch, es gibt Erde, aber es ist super selten, seltener als Diamanten. Irgendwie hat der schon recht, Leute. Was ist das denn? Das ist ein richtiger Weg? Wow, das ist ein Weg, das ist bestimmt irgendwo Erde. Ich gehe den mal lang. Billy, das ist bestimmt ein Weg, den Simlucky hier gebaut hat, weil hier ist ganz viel Redstone. Billy, geh da nicht lang. Zu spät, ich bin schon unterwegs. Leute, was macht Billy da? Oh Mann. Er hat irgendwie recht, Pupsi. Also Erde ist wirklich sehr selten in der Höhle, aber es gibt ja überall oben Erde. Warum geht er nicht einfach nach oben? Okay, ich finde irgendwann schon Pupsi. Leute, ich sehe Billy gar nicht mehr, Junge. Wo ist der hin? Okay, na gut, ich würde sagen, wir können so lange, bevor Billy zurückkommt, die nächste Falle aufbauen. Das ist eine sehr gute Idee. Er will unbedingt Erde haben, obwohl es überall Erde überall oben gibt. Ich habe die perfekte Idee, wie wir ihn hops nehmen können. Wir werden hier in der Mitte von der Lava Erde platzieren. So, Leute, wir schnappen uns. Oh, hier, wir haben sogar Erde. Wir haben Erde. Erde ist so. Warum braucht der Erde Info in einer Höhle? Es macht keinen Sinn. Leute, wir werden die Erde in der Mitte dort platzieren. Oh nein, stimmt. Ich kann gar nicht mehr fliegen. Ich brauche nochmal eure Hilfe. Lasst alle nochmal ein Like da und Abo, falls ihr es nicht getan habt. Dann kann ich wieder fliegen. Dann kann ich die Erde dort in der Mitte platzieren. Sonst wäre ich hier noch in der Lava verbrennen. Schnell, Leute, let's go und wow, let's go, Leute, es hat funktioniert. Ey, ihr seid wirklich die Besten, alle, die ein Like da lassen haben. Kurs geht raus. Okay, wir werden jetzt hier in der Mitte einmal Erde platzieren. So, zack, 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 zack. Und falls Billy da rankommen will, muss er ja hier rüberspringen. Aber, Freunde, das wird nicht so einfach, denn wir werden hier vorne ganz, ganz viel freimachen. Aber, Leute, was Billy auch nicht weiß, dass ich hier vorne wieder ganz, ganz viel Lava platzieren werde. Aber nicht nur Lava, sondern auch Fake-Lava. Und diesmal würde ich sagen, benutzen wir nicht die ganz normale Fake-Lava, sondern diesmal benutzen wir Lava-Blöcke. Ein Moment, Leute. Ich habe, glaube ich, noch was viel, viel Besseres als Pupsi. Schaut euch das mal an. Das hier ist das krasseste Pupsi aller Zeiten. Ich glaube, wenn Billy das sehen wird, dann wird er das auf jeden Fall wollen. Das ist nämlich Schlamm, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist Endboss von Pupsi. Ja, Leute, das ist wie ein Diamant, ja? Wir haben einen einzigen Diamant. Aber das hier ist so wie ein Diamantenblock. Also wir haben Diamanten und das hier ist ein Diamantenblock eigentlich. Haha, darauf wird Billy sowas von stehen. Ich kenne ihn doch, Leute. Oh ja, jetzt bauen wir das hier alles hin. Das ist nämlich Schlamm, ein Erdblock aus ganz, ganz viel Erde, aus den verschiedensten Erdsachen aller Zeiten. Oh, aua, ah. Warum kann ich nicht fliegen, Leute? Aber meine Flugkraft hat wieder nachgelassen. Leute, ihr wisst, was das heißt. Alle mal liken, damit ich hier vorne noch Pupsi draufwerfen kann.
Ich will da vorne nämlich noch ein bisschen Pupsi drauf werfen. Komm schon. Ah, nein. Ah, egal, Leute. Ich werde hier vorne jetzt einen geheimen, unsichtbaren Weg platzieren. Ungefähr hier vorne. So, zack. Und der geht jetzt über die Lava rüber. So, bum, bum, bum. Und wir werden wieder Billy dazu bringen, dass er in die Lava fällt und ich nicht. Denn ich kenne diesen geheimen Weg, der einfach unsichtbar ist, Leute. Aber Billy kennt ihn nicht. Ich meine, der ist komplett unsichtbar. Schaut euch das mal an. Das sind Hackerblöcke. Überhaupt, dass ich die habe? Ich darf die gar nicht haben, Leute. Verrate das keinem, okay? Sonst wäre ich noch gebannt von Simcoe City. Aber wenn Billy jetzt zurückkommt, okay? Dann werde ich hier vorne stehen. Ich werde ihm so sagen, ey, Billy, schau mal, schau mal. Da vorne ist das krass, die krasseste Erde aller Zeiten. Die ist super selten. Ich meine, das ist ja jede Erdsorte miteinander gemischt. Das ist ja Schlamm. Ja, ich glaube, Billy mag das richtig. Und dann gehe ich da so rüber. Wow, guck mal, man kann da einfach rübergehen. Über die Lava. Oh, ah, aua. Okay, okay, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin gerade fast draufgegangen. Okay, also, werde ich so sagen. Okay, Billy, schau dir das mal an. Man kann da einfach rübergehen. Das ist voll die komische Lava. Und dann, wenn Billy es auch versucht, dann wird er genauso wie ich gerade einfach in die Lava reinfallen und alle seine Sachen verlieren, die er je gefarmt hat. Ich hoffe, Billy nimmt mir das nicht zu böse und er wird am Schluss mit mir lachen und nicht irgendwie weinen oder sowas. Oh, da vorne sind noch mehr Diamanten. Und ich würde sagen, wir warten jetzt auf Billy und ich glaube, der kommt gleich zurück und dann pranken wir ihn komplett damit. Wo ist er überhaupt? Ist er jetzt noch immer in diesem einen komischen Teil drin? Warte mal, wir gehen mal kurz. Da vorne ist er ja. Billy, 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 guck mal, was ich gefunden habe. Komm mal her, Billy. Okay, ich habe den ganzen Weg abgesucht, nicht ein einziges Pupsi gefunden. Ich verstehe noch immer nicht, Billy, warum du nicht einfach hochgehst, wenn du Pupsi finden willst. Weil es in der Höhle so richtig seltene Pupsi gibt, du weißt gar nicht. Hä, was meinst du damit? Was für seltene Pupsi? Warte mal, Billy, ich glaube, ich habe seltene Pupsi gefunden. Schau mal dort vorne, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Siehst du das? Was ist das denn? Okay, was? 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 Das ist die seltenste Pupsi aller Zeiten. Die ist so selten. Oh, okay, Leute. Ich habe mir gedacht, dass er sich freut, aber dass er so ausrastet. Billy, alles gut bei dir? Oh, ich spüre schon die Macht von Pupsi in mir. Ich werde zum Pupsi-König aus ganz Simcoe City. Billy, ich glaube, kein anderer will zum Pupsi-König werden, außer du. Du bist schon der Pupsi-König. Ich werde aber der mächtigste Pupsi-König aller Zeiten. Leute, was geht bei Billy ab? Okay, also Billy, willst du das haben? Warte mal, wir kommen da gar nicht ran. Wir kommen da gar nicht ran, okay. Ah, Mann! Stimmt, das ist einfach hinter der Lava. Wie kommen wir da jetzt ran, Billy? Ich weiß nicht. Okay, bitte komm, du musst mir helfen. Ich glaube, wir haben eine Idee. Warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Ich glaube, man kann da einfach rüber. Du musst einfach nur die Macht vom Pupsi spüren und dann kannst du da rüber. Vertrau mir. Du meinst doch, der ist magisch, der Pupsi-Würfel dort vorne. Ja, das ist der Pupsi-Würfel, der ist magisch. Und damit kriege ich bestimmt eine richtig krasse Kraft. Und... Oh, was macht Billy da? Ja, das funktioniert wirklich. Guck mal, ich spüre schon. Das ist die Pupsi-Kraft. Das ist die Pupsi-Kraft. Guck mal, Billy. Wow, Billy, schau mal. Und, oh, ich habe es geschafft. Bist du gerade einfach über die Lava gegangen? Wie hast du das gemacht? Billy, bist du gerade zur Spinne geworden? Junge, was? Billy, warum bist du auf allen Vieren? Okay, ich werde zum Pupsi-König, habe ich doch gesagt, ich mutiere jetzt. Junge, Billy, entspann dich, komm hier rüber, du kannst da auch rüber. Du kannst ja einfach hier rüber, weil das ist die magische Lava. Das ist der magische Block, da kommst du einfach rüber, keine Sorge. Ich habe ein bisschen Angst, aber wenn du es gemacht hast, dann schaffe ich es ja auch. Ja, 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 sicher bin ich. Du schaffst es auch, Billy. Wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch. Oder willst du etwa, dass ich dir den Pupsi hier klaue und danach willst du ihn nicht mehr haben und wirst du nicht zum Pupsi-König? Warte mal, was? Okay. Okay, denn ernst? Ich will zum Pupsi-König werden. Es gibt nur einen Pupsi-König in Simcoe City und das bin ich. Alter, Leute. Was geht denn jetzt ab bei ihm? Okay, okay, Billy, alles gut. Ich leg mich nicht mit dir an. Ja, du kannst doch gerne rüberkommen. Wenn du es geschafft hast, dann kann ich ja auch einfach rüber über die Lava, oder nicht? Ja, ganz genau. Aber Billy, wie wär's, wenn du versuchst, darüber zu gehen von dort, weil der Weg von dort ist kürzer. Ja, du stimmt, hast recht. Aber warum bist du von dort hinten gegangen? Ja, weil ich habe den langen Weg genommen, weil ich habe die Macht gespürt. Okay, mal einfach rüber, so wie du. Und 3, 2, 1, let's go! Hilfe! Ups, Leute, ich glaube, ich habe Billy gerade zum Ausrasten oder zum Weinen gebracht. Wisst ihr was? Ich nehme lieber die ganze Pupsi hier mit und ich schenke ihm die dann, weil das einfach absolut null selten ist. Aber Leute, ich bin nett zu ihm. So, wir gehen ganz, ganz schnell rüber und jetzt mal schauen, wie der ausrasten wird. Nein, wir müssen schnell nach oben. Nicht, dass er mein Haus oder so jetzt verbrennt. Okay, ich verbrenne dein Haus.
Was zum... Oh nein, wir müssen ganz schnell nach oben, ganz schnell nach oben. Nein, 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 was ist das denn dort vorne, Freunde? Gar nicht gut, gar nicht gut. Billy, stopp, 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 du darfst es nicht in die Luft sprengen. Es reicht mir, Okri. Du hast mich geprankt, ich weiß nicht wie, aber ich werde jetzt auf diese Druckplatte gehen. Und dann werde ich... Warte mal, Okri, was hast du in deiner Hand? Billy, schau mal. Ich habe ganz, ganz viel besonderes Pupsi für dich. Oh, Okri, ich liebe dich. Du bist doch der beste Freund aller Zeiten. Oh Mann, okay, ich wollte schon fast dein ganzes Haus in die Luft sprengen. Alter, das wäre so viel TNT, da wäre mein ganzes Haus weg. Aber Billy, weißt du was? Jetzt, wo du das ganze Pupsi hast... Billy, lass uns zusammen ein bisschen spielen gehen. Oh Mann, ich hoffe, Billy fällt nicht auf, dass ich die ganze dahinter steckte. Komm, Okri, ich bin der Glücklichste. Ich bin jetzt der König von Pupsi City. Der König von Pupsi City? Was soll das denn heißen? Junge, Junge, Junge. Oh Mann. Oh Mann, Alter. Dann lass uns ganz schnell das TNT wegmachen, lieber Freunde. Bevor hier alles in die Luft gesprengt wird. Schwein, geh da nicht auf die Druckplatte. Schwein, geh da nicht auf die Druckplatte. Schwein, geh da nicht auf die Druckplatte. Oh, oh. Schwein, weg da, weg da, weg da. Nein, nein, nein. Nein, Schwein, was machst du? Oh, nein, mein ganzes Haus, Leute. Oh, meine Güte. Billy, wo bist du? Billy, ich krieg dich. Ich hasse dich, Billy. Mein ganzes Haus. Leute, lasst ein Like da, aber aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Oben die Glocke aktivieren, auf die Glocke unten drauf drücken. Let's go, Leute. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und Freunde, gönnt euch gerne eine Merch oben in der Videobeschreibung. Ich würde Billy das sowas von heim sagen. Billy, komm her, Junge. Oh nein, Junge, tut mir leid. Ah, Freunde, drückt schon auf die nächste Folge. Schnell, schnell, schnell. Hier vorne seht ihr, wie Billy, ich, von mir, hops genommen wird. Hier vorne auf die nächste Folge drücken, hier rechts. Und ciao, ciao, Leute. Ihr seid die Besten.